Sind die Skyliners einmal Favorit in einem Spiel, geht der Schuss prompt nach hinten los. Nach zuvor 3 Siegen in Folge eine Klatsche in Weißenfels, das in der Bundesliga-Tabelle deutlich hinter Frankfurt rangiert. Kaum hatten die Skyliners erstmals in dieser Saison auf einem Playoff-Platz gestanden, schon ist er auch wieder futsch. Frankfurter Ratlosigkeit. Ich glaube, so ein Spiel braucht erstmal ein bisschen 1-2 Stunden, um ein bisschen zu sacken. Wir haben hier von Anfang an keinen richtigen Zugriff aufs Spiel gekriegt. Die Weißen Fässer haben alles getroffen, scheinbar in der ersten Halbzeit. Das ist ein bisschen bitter. Also wir hatten uns hier viel vorgenommen. Wir wussten, dass wenn wir hier einmal ein bisschen in den Rückstand geraten und die ins Laufen kommen, dass die Fans dann auch ihren Anteil dazu geben, dass es hier richtig schwer wird. Ja, und so ist dann auch gekommen. Jeder hat es gesehen. Es war heute ein super Spiel, ja, von unserem Team. Ich denke, von der ersten Minute hat man gesehen, dass unser Team das Spiel unbedingt gewinnen will. Man hat auch gemerkt, dass Frankfurt ein bisschen Respekt hatte von uns. Ja. Das haben wir sehr gut ausgenutzt, mit sehr gutem Selbstvertrauen, mit viel Energie. Super Defense haben wir dann auch so hoch verdient gewonnen. Frankfurt zunächst standesgemäß mit 4:0 in Führung. Ohne die Verletzten Konstantin Klein und Kevin Bright, aber nach dem ersten Viertel schon deutlich in Rückstand. 10:23 nach den ersten 10 Minuten. Der mitteldeutsche BC abgezockter und mit seinem besten Spiel der bisherigen Spielzeit. Adonti Parker sollte mit 19 Zählern bester Werfer des Abends werden. Die Skyliners dagegen mit weniger Rebounds und vor allem zu vielen Turnovers. Ganze 21 Ballverluste an der Zahl. Dennoch konnten sie das zweite Viertel knapp für sich entscheiden. Bester Frankfurter noch Jared Dubois mit 14 Punkten. Halbzeitstand 25:37. Frankfurts Topscorer Andrew Routins diesmal nur mit 12 Zählern. Der Weißenfelser Vorsprung wuchs im zweiten Durchgang immer weiter an. Am Ende sollte er ganze 30 Punkte betragen. Der mitteldeutsche BC trifft nach Belieben und demütigt die Skyliners 87:57. Ja, wir werden jetzt gucken, wir werden das Spiel ganz in Ruhe analysieren. Ich denke, wir müssen versuchen, wieder wie in den Spielen davor als Team zu spielen mehr. Ich weiß nicht, unsere Assist-Turnover-Verhältnis war heute katastrophal. Ja, das muss besser werden und wir wissen, wir können es ja eigentlich, wir haben es ja auch schon gezeigt. Und dann kommen vielleicht unsere 2 Verletzten zurück und dann sieht das wieder ganz anders aus. Frankfurt rutscht von Playoff Platz 8 ab auf Rang 11. Am Mittwoch geht es bereits weiter gegen Tabellennachbarn Braunschweig. Dann heißt es für die Skyliners vor allem, die eigenen Fehler abzustellen.